So, jetzt zeige ich euch gerade noch die paar Aufgaben, die man noch so machen kann. Wir fangen an mit Hilfsteammitgliedern im Verlauf eines Matches bei Eliminierung. Und da steht eine 5. Jetzt ist halt die Frage. Eigentlich geht das nur in Team-Matches. Quasi Gegner muss genockt sein, dann töten. Und das Ganze 5-mal. Also ganz ehrlich, das ist ziemlich heftig. Klar, wenn du ein Squad auseinandergeholt hast, dann geht's eigentlich. Aber ich stelle es mir eigentlich doch ziemlich schwierig vor. Wenn man natürlich ein eingespieltes Team hat, dann dürfte es eigentlich ganz gut funktionieren. Aber wir probieren es halt einfach mal im ganz normalen Teammodus mit auffüllen. Und ihr seht ja, 140 Abonnenten haben wir. Einer hat wieder deabonniert. Wahrscheinlich, weil er den Code nicht geknackt hat. Und der Code wurde geknackt. Ich habe schon mal die erste Zahl vom neuen Code hingeschrieben. Keine Angst, es ist nicht derselbe wie vorher. Es ist ein neuer Code. So, und die nächste Zahl gibt es bei 150 Abonnenten. Wenn du keine Ahnung hast, um was es da unten eigentlich geht, guck einfach mal in der Videobeschreibung. Da beschreibe ich dann genau, wie man den Code ausprobieren kann, wie man einlösen kann und so weiter. Aber dann müsste, wenn man sich nicht auskennt, einfach mal googeln. Aber eigentlich sollte alles klar sein. So, ihr wisst ja, Ladebildschirm gleich, Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, jetzt abonnieren. So, dann probieren wir echt mal die Aufgabe. Also ich denke, es wird nicht leicht werden. Definitiv nicht. Vor allem jetzt erstmal ein random Team finden, ist sowieso schon mal fast unmöglich. Ich denke mal, dass ich das alles am Sonntag im Stream machen werde. Weil ich denke nicht, dass wir das hier so random hinkriegen. Wir werden es jetzt einfach mal probieren. Hello. Hey. Hallo. Oh Gott. Okay. Direkt mal alle stumm geschaltet. Was die für ein Mikrofon haben. Qualität. So, wo wollen die hin? Na komm, dann gehen wir direkt Block. Also es wird nicht einfach. Also wie gesagt, die einfachste Variante ist halt echt, einer knockt und der andere killt. Ist halt genauso wie mit den 3 Kills zuvor im normalen Modus, aber jetzt sind es halt 5 Kills in einer Runde. Also im Duo-Modus wird schwierig, ich würde es halt echt im Team-Modus probieren. So, wir sind hier verdammt hoch. Ah, ich hätte anders fliegen sollen, wie man sieht. So, wo fliegen die anderen alle hin? Schon ziemlich beieinander bleiben. Gut. Gehen wir hier mit rein. Ah, hier ist schon mal keine Waffe. So, jetzt muss ich ihm nur eine Waffe lassen. Gut. Ist hier ein Gegner? Ich glaube ja. Nein. Ja. Oh Mann, er bleibt im Haus. Ja, jetzt ist es spät. Ich dachte eigentlich, er käme mit raus direkt. Ach, scheiße. Ah, das war's also mit der Runde schon mal. Jo. Jetzt wisst ihr auch, warum ich sage, das ist nicht leicht. So, wir probieren das Ganze nochmal. Also wie gesagt, ihr kennt ja das Video von mir, wo ich das zeige mit 3. Waren das 3? Ja, 3-mal sollen wir zusammen einen töten, das Ganze halt jetzt 5-mal in einer Runde. Also das wird definitiv nicht leicht, aber ist ja auch eine Prestigeaufgabe. Aber so Aufgaben wünsche ich mir eigentlich dann mal auch für den normalen, also wenn nicht im Team irgendwas ist. Solo, 5 Kills machen, solo.
Das sind für mich Prestigeaufgaben in Anführungszeichen, die halt nicht jeder direkt machen kann. Und er hat es jetzt quasi auch falsch gemacht, weil im Prinzip hätte er den knocken müssen und dann hätten andere den killen müssen. Das ist halt auch das Problem. Gerade bei Randoms. Jeder will natürlich seinen Kill haben, auch wenn er trotzdem seinen Kill kriegt. Aber man kriegt dann wenigstens noch den Zusatz. Also wenigstens mal cool, dass jetzt die Anzeige ist, wie viel das Team schon gekillt hat. Von jedem hat keiner ein Headset? Wundert mich aber schon. Wie immer. Wie gesagt, ich probiere es jetzt noch einmal. Am besten ist halt echt einer knockt und einer killt. Das ist einfach die einfachste Variante. Weil wenn du überlegst, im Duo. Na gut, eigentlich müsstest du auch zählen, wenn beide Schaden drauf machen. Ja, einer muss man markieren. Mir ist egal, wen. Kam. Immer lucky. Sind schon mal alle sich einig, das ist schon mal viel wert. Ich sage am Anfang ist eher erstmal wichtig, überhaupt eine Waffe zu haben. Sind wir alleine? Ich sehe mal keinen, der mitfliegt. Schon noch mal so erschreckst. Ah, kann man eigentlich, was ist denn mit ihm? Oh, der ist ins Aus geflogen. Wieso ist denn hier ein Lagerfeuer? Hat hier einer schon ein Lagerfeuer angemacht? Ach, ich hebe ihn trotzdem mal auf. Ich weiß nicht, was seine Mission war. Aber eigentlich müsste es da am Rand trotzdem stehen bleiben, oder? Ah, wahrscheinlich unten. Ja, das kannst du vergessen. Da kommt man nicht hin. Aber wieso hat er das vom Lagerfeuer gezählt? Verstehe ich jetzt auch nicht wirklich. Was macht ihr denn alle? Seid ihr dumm? Toll. Super, Leute. Weltklasse. Damit kann ich die Runde eigentlich schon komplett abhaken. Und so sieht fast jede Random-Gruppe aus. Also wie gesagt, ich denke mal, dass ich entweder Samstag oder Sonntag einen Stream machen werde. Und da werden wir die Aufgabe, glaube ich, durchsuchten. Weil wirklich ein Team zu finden, was man zusammenspielt, ist echt schon langsam Seltenheit geworden. Das hat mich schon gewundert, dass wir alle an der gleichen Stelle gelandet sind. Ah, das mit dem Lagerfeuer, habe ich nicht so ganz verstanden, warum der da schon irgendwas mit 1 gezählt hat. So, wir spielen hier natürlich die Runde mit Ehre zu Ende. Ich meine, ich habe eben auch fast einen Sieg geholt mit der Trampolin-Challenge.
Das finde ich halt schon ein bisschen. Warum meldet man sich denn dann an? Er holt direkt ein ganzes Squad auseinander. Ich will das halt jetzt auch nicht so einfach in die Länge ziehen, weil ich werde am Ende eh keine Chance haben, weil wahrscheinlich ein 3er, 4er Squad am Leben ist. Deshalb, da mache ich mir eigentlich nicht viel vor. Bis ich Solo vs. Squad spielen kann, ich glaube, da gehen Jahre ins Land. Ach, eine MP wäre aber nicht schlecht. Ja, man muss nur meckern. Bester Loot EU West. Alles in Grau. Ich kann ja einen Roboter nehmen. Ich denke, die sind draußen. Warum steht hier eigentlich einer? Haben sie sie jetzt doch wieder reingeholt? Darf die Community sich mal ein paar Stunden freuen und dann war es das wieder, oder was? So, schauen wir einfach mal. Läuft bei mir. Hat ja gut funktioniert. So, ihr habt ja gesehen, es ist nicht leicht zu machen. Aber wenn ihr jetzt ein gutes Team habt, einfach einer knockt und der andere killt. Und das Ganze halt fünfmal. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und viel Spaß bei der Aufgabe. Wie gesagt, am Samstag können wir gerne zusammen probieren. Ich denke, das kriegen wir dann schon irgendwie hin.